Hi, ich bin Henning. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr einen Popsong für Schülerinnen und Schüler arrangieren könnt. Dafür habe ich als Beispiel einen Popsong komponiert. Normalerweise wird die Melodie in Popsongs gesungen. Sie kann aber auch, wie in diesem Arrangement, von Melodieinstrumenten gespielt werden. Kennen Schülerinnen und Schüler den Popsong, fallen ihnen auch komplexere Rhythmen und Melodien deutlich leichter. Die harmonische Struktur ist in den meisten Popsongs nicht sehr komplex und besteht nur aus wenigen Akkorden. Eine typische Akkordfolge in der Popmusik. Damit Schülerinnen und Schüler diese Akkorde auch sehr gut beispielsweise auf der Gitarre und auch am E-Bass spielen können, habe ich die Tonart G-Dur gewählt. Die Begleitung des Arrangements wird hauptsächlich von den Bandinstrumenten getragen. Sie besteht zum Großteil aus kleinen rhythmischen Pattern, die der Akkordfolge des Songs folgen. Beispielsweise das Klavierpattern im Intro. Sehr einfach, aber im Zusammenklang mit den Basstönen sehr wirkungsvoll. Und schon haben wir einen kleinen Eindruck, wie diese Akkordfolge durch das gesamte Stück hindurch klingen wird. Da wir in den nächsten vier Takten eine kleine Änderung in der Akkordfolge haben, nämlich nicht an dieser Stelle nach E-Moll, sondern direkt nach C-Dur, müssen wir auch hier die Begleitung ein wenig anpassen. Dieser Akkord bleibt nun für die nächsten zwei Takte bestehen und wir lassen ihn als Einleitung in die erste Strophe einfach ausklingen. Um nun einen sehr poptypischen Klang bereits im Intro zu etablieren, bietet es sich an, ein Cello als ergänzende Bassstimme hinzuzufügen. Als nächstes folgt die Strophe. Hören wir uns die Melodie doch einmal an. Wie man hört, ist die Melodie sehr simpel gehalten. Das ist aber in vielen Popsongs auch genauso üblich. Als nächstes fügen wir auch in der Strophe eine Begleitung ein und starten dafür mit dem Klavier. Auch diesen Part können wir für die restlichen vier Takte übernehmen und kopieren. Den Bass können wir einfach aus dem Intro übernehmen. Da wir uns zurzeit noch im Aufbau des Songs befinden, gilt vor allem für das Schlagzeug weniger ist mehr. Als nächstes möchte ich die Gitarre auch mit in das Arrangement mit einbeziehen und um dies zu tun, füge ich zuerst nur Akkordsymbole für die Gitarre ein. Dafür wähle ich den Bereich der Melodie aus, aus dem ich die Akkordsymbole kopieren möchte und filtere die Akkordsymbole heraus, kopiere und füge sie ein. Bei der Notation für Gitarre reicht es vollkommen aus, wenn man einen Rhythmus vorgibt, der an das Akkordsymbol gekoppelt ist. Im Anschluss daran verändere ich die Notenkopfform. Kommen wir nun zum ersten Refrain. Dafür spiele ich den Schlagzeugrhythmus einmal ein. Zwei Takte reichen vollkommen aus, da wir ab hier auch wieder kopieren können. Zusätzlich zur Bassdrum würde ich jetzt als nächstes die Hi-Hat aufnehmen. In den meisten Popsongs werden Streicher in zwei unterschiedlichen Arten eingesetzt. Zum einen können sie als Klangteppiche dienen oder als rhythmisches Element. In diesem Fall habe ich mich für Klangteppiche entschieden.
Im zweiten Teil des Arrangements möchte ich die Intensität deutlich erhöhen. Dafür variiere ich die Begleitpattern. An formalen Übergängen, wie beispielsweise hier zwischen Pre-Chorus und Chorus, kann durch ein Break oder Crescendo ein sehr wirkungsvoller Moment kreiert werden. Für Schülerinnen und Schüler kann dies zwar sehr fordernd sein, aber es macht in der Regel auch sehr viel mehr Spaß, nicht nur in einem Pattern gefangen zu bleiben. Jetzt seid ihr dran, sucht euch einen Popsong raus und arrangiert ihn für eure Klasse.